ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute gibt es wieder eine Deathrun-Map und zwar 100 Level Default Deathrun. Es soll gratis XP für den Season Pass geben. Ihr wisst, ich spiele die Maps vor, mindestens einmal, um zu schauen, ob sich die Map lohnt, aufgenommen zu werden oder nicht. Ob es stimmt, dass es XP gibt. Und auf dieser Map stimmt es tatsächlich. Wir werden uns die Farbenfroheit der Map anschauen. Wir werden uns anschauen, wie hoch die XP sind, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen oder nicht. Wir werden schauen, ob es versteckte Easter Eggs und Secrets gibt. Wir werden uns die Levelschwierigkeit anschauen. Drin steht einfach, ob sie einfach sind oder nicht, das werden wir am Ende beurteilen. Ich warte jetzt einfach nur noch, dass es losgeht. Bis dahin gönne ich mir einen Schluck Kaffee. So. Map-Entwickler ist auch der gleiche, der die 500 Level Default Deathrun Map gemacht hat, wo es einen XP-Glitch gibt. Den habe ich euch gezeigt. Ist aber noch von der letzten Season tatsächlich. Und ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, einmal Spiel starten. Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. So, Startlobby. Farbenfroh, abwechslungsreich, nice. Und 100 Level Default. Aktuell, ja, was soll ich sagen? Alles in Rot gehalten, ist ein bisschen langweilig und eintönig. Sprinten ist aktiv, haben wir gerade gesehen. Es gibt pro Checkpoint XP. Das ist sehr nice. Besser als wenn man laufen muss, um XP zu bekommen. Okay, rot zu blau. Nice, nice. Der Name FXXD1, der Mapcode, der Map-Entwickler. Der Name sagt mir tatsächlich was. Kann es sein, dass ich in einigen Videos schon Maps für ihn gespielt habe. Ich weiß, die 500 Level Map ist für ihn. Aber ich habe doch noch andere Maps gespielt mit dem Creator-Code-Namen. Oder täusche ich mich da jetzt? Wenn ich mich täusche, tut es mir leid für die Verwechslung. Auf jeden Fall ist jetzt die Level sehr einfach, außer da, wo ich einmal tatsächlich ja, runtergeplumpst bin. Aus eigener Doofheit. Ich habe die Falle nicht gesehen. Ich habe die Map schon gespielt. Ich habe die Falle nicht gesehen. Wow. Nein. Oh, Schwein gehabt. Ich bin von einer Bodenfalle ausgegangen. Ike, du kennst die Maps doch schon. Warum musst du also sterben? Und die habe ich nicht kommen sehen. So. Ja, da sieht man es. Schöne Bodenfalle. Bis jetzt, es sind tatsächlich sehr viele Fallen verbaut. Bis jetzt wenig Giftfallen, eher nur Spikes. Was es tatsächlich eintönig macht. Was war das? Wieso hat denn der den Sprung nicht geschafft? Jetzt.
Aber ihr seht, es ist Abwechslung gegeben. Für 100 Level ist sehr, sehr nice. Und das brauchen wir einfach gar nicht, denn wir ziehen uns hier hoch und fertig. So, so hatten wir das tatsächlich auch noch nicht. Bei keiner einzigen Map. Söchen, dann wollen wir mal ganz kurz... Ah, ja, okay, 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 okay. Ich verstehe, hier war das mit dem Gleiter. Das hier ist tatsächlich nicht für jeden was. Die Map ist easy. Aber wer nicht schnell genug reagiert, ist da am Popöchen. Oh nein, ich bin zu langsam. Ich hätte nicht abbremsen sollen. Warum habe ich abgebremst? Und warum habe ich das jetzt nicht geschafft? Hä? So, auf ein neues. Da haben wir es geschafft. Ich hasse Eisschuhe. Wisst ihr das? Wer weiß. Das ist natürlich auch scheiße. Man hat nicht genügend Platz zum Sprinten. Aber man schafft es trotzdem. Farbenfroh ist die Map tatsächlich bis jetzt. XP-technisch, ihr habt es gesehen. Wir sind jetzt bei Level 41 von 100. Ich habe in der ganzen Zeit gerade mal 2000 EP für den Season Pass gut geschrieben bekommen. Ich muss sagen, das ist sehr... Wie hätte ich mein Schwein als Verstand? Das ist tatsächlich sehr wenig für den Season Pass und für eine 100-Level-Map. Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, ob es... Hä? Oh, wow. Willst du mich verarschen? Ah, da war was Unsichtbares. Ob es am Ende noch irgendwelche extra XP gibt. Ich habe die Map, wann habe ich denn die Map das erste Mal gespielt? Ich glaube vor... Ach, Anfang der Season habe ich die das erste Mal gespielt. Warum? Und Anfang der Season ist ja gute 5 Wochen her. Also. Es ist ein bisschen Zeit vergangen bis dahin. Das hier hat man tatsächlich auch noch auf keiner einzigen Map. Das ist richtig geil. Das war reines Glück. So. So. Hier würde ich tatsächlich gerne einmal... Nein! Das ist halt richtig beschissen mit den Türen. Also hier muss ich sagen, dann lass wenigstens oben frei für die, die diese Sprünge nicht schaffen. Sorry, aber das ist das einzige, der einzige Knackpunkt an dieser Map, der mich stört tatsächlich. Weil einfach nicht immer gesprungen wird. Und da könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Ihr habt sicherlich auch schon Momente auf Maps gehabt, wo einfach nicht gesprungen wird. Und ihr dann tausendmal gestorben seid. Das ist hier tatsächlich echt... Ja... Scheiße. Wie oft bin ich jetzt hier gestorben? 5 Mal. Und jetzt falle ich auch noch hinten runter. Da ist zu wenig Anlauffläche. Also selbst für einen normalen Sprung wäre das nicht machbar. Also es wäre schon machbar mit dem richtigen Talent dafür. Ich hätte mich gefreut, wenn hier wenigstens so ein
Zwischending drin ist, wo man ganz kurz drauf und dann wieder zur Tür. Aber hier ist, jetzt haut man sich den Kopf ein, sorry, aber... Und das gerade mal bei Level 54. Sowas hätte ich mir auf Level 100 vorgestellt, aber nicht hier. So, wir haben es geschafft. Mann, Mann, Mann. Die Map ist 75 Mal überarbeitet worden. Das dort müsste noch ein paar Mal überarbeitet werden, tatsächlich. Weil das ist ein richtiger Abfucksprung. Sorry, aber das ist meine Meinung. Oh. Ihr könnt euch da eure eigene Meinung bilden. Naja, lalalala. Oh, jetzt geht das wieder los. Wir haben es geschafft. So, ab hier gibt es tatsächlich mal wirklich sehr viel Abwechslung. Und das hier ist auch richtig, richtig scheiße. Also, das ist auch wieder so ein Knackpunkt, wo ich sage, ich könnte die Map tatsächlich quitten, ne? Weil wenn man nicht genau drauf landet, ist man einfach tot. Und dann muss man hier jedes Mal noch um eine Ecke rennen. Und wieder nicht drauf gelandet. Ich brauche schon KW. Sorry, aber... Manche Pfeile sind unnötig. Oha. Okay. Also hier müsste man eventuell eine kleine Ausweichmöglichkeit finden. Man kann es mit dem Bouncer versuchen. Aber man könnte vielleicht auch hier irgendwie da noch so ein kleines Pad anbauen, dass man so auf das Pad und dann da drauf springen kann. Irgendwie... Wäre auf jeden Fall richtig, richtig nice. Wir müssen aber oben lang, nicht durch die Tür. So. Oh nein. Wie ihr seht, hier ist tatsächlich Abwechslung gegeben. Oh. Mittlerweile sage ich sogar, die Map ist ein... Oha. 10 Minuten Spielzeit, 16.000 EP? WTF? Die Map lohnt sich ja doch von den XP her, würde ich sagen. What? Tabkaber. Tatsächlich, ich habe nicht die genauen XP-Zahlen im Kopf. Ich merke mir das nicht. Ich spiele die Map meist 1-2 Wochen vorher vor oder in dem Fall sogar 5 Wochen. Und mal ehrlich, also nehmt es mir nicht übel, aber ich merke mir nicht alles aus den ganzen Jump'n'Run-Maps, die ich bisher gespielt habe. Das wäre einfach zu viel, da wäre mein Brain komplett dead. Und nee, ich brauche meinen Kopf noch. Nein, zu weit, zu weit, zu weit! Das ist natürlich richtig kacke gerade. Und so eine Fallen mag ich überhaupt nicht. Man kann nie richtig einschätzen, wann man die was war das? Wann man die ausgelöst hat. Oder wann die auslöst. Und sorry, dass ich ein bisschen verrotzt anhöre, aber ja, ein Eik ist krank. Dann habe ich mich bei meinen Kindern angesteckt. Oder was war das? Oder ich habe mir einfach irgendwas eingefangen. Den Doppelsprung schafft man nicht, schade. Aber dann machen wir es halt so. Hier einmal vorher auslösen, ist klar. Und man lässt sich gerne aufschießen. Wer kennt's nicht? Come on! Ja, und wieder aufschießen lassen. Handy-Map. Ich weiß es. Man schafft das. Indem man das so macht. Man muss wirklich am Rand oft kommen bei dem Bounce-Teil. Und ich war Kilometer weit weg von der Falle. So.
So, Level 77. Haben wir es ja fast geschafft hier. Und wir waren gerade ein klein bisschen außerhalb der Map. So. Lustig ist, man kann halt immer außerhalb der Map gucken. Bei bestimmten Situationen. So, hier geht's weiter. Ich weiß gar nicht, aus welcher Season das ist. Nein! Warum machst du das? Eivor, warum? Nein! Ich muss sagen, ich hasse solche Strukturen, wo man die Hitbox so schwer einschätzen kann, dass man ragen tut. Man kann hier die Hitbox so schlecht einschätzen, man weiß nicht, wo man landen muss. Was war das? Cool. Aber dass ein das zurückbaut, ist ein bisschen scheiße. Ah. Bounce. So. So. Und da bin ich vorbeigeflogen. Toll. Aber diesen Style finde ich richtig geil. Der hat halt was. Das sieht richtig geil aus. Au, au. Wir haben es geschafft. So ist es mal wirklich eine Abwechslung pur. So muss es sein. Das freut mich. Das macht Spaß. So machen die Maps wirklich, wirklich Spaß. Also kann ich mich nicht beschweren. Level 90, noch 10 Level. Was ist denn das? Oh, ich war's nicht. Ich war das nicht. Ich habe nichts kaputt gemacht. Au. Das war die Rache für die kaputte Klingel. Okay, das ist ein bisschen creepy. Wasser darf nicht berührt werden. Nicht so weit. Hui! Nein! Ah, nicht ran. So, sehr schön. Ja, man hat es gesehen, da ist so eine Wand. Ich weiß gar nicht, wie man die Wand nennt. Bounce-Wand? Bounce-Wall? Upa, upa. Ich bin durch. Level 100, wir haben es geschafft. So, Level 100. Das hier weiß ich nicht. This is one hin Level, good luck. Wo ist das Level? Wo ist das hin Level? Ich will das hin Level. Wo ist das? Man kann hier nichts kaputt machen. Nach oben geht's auch nicht weiter. Geschenke geben nichts. Ah, ich habe das Level gefunden. Cool. 26.000. Okay.
Okay, das Hidden-Level ist mal richtig nice. Im Übrigen, ich kenne das nicht. Ich habe das noch nie gefunden, ne? Und... Autsch. Ich feiere das gerade. Bounce. Nicht zu weit. Kann ich hier an der Seite eventuell so ganz langsam vorbei? Nein. Oha! Au. So sollte man das nicht machen, liebe Kinder. Ums Eck springen ist halt nicht so wirklich meins, deswegen... machen wir das ganz schnell so! Sieg! Wir haben gewonnen! Einmal zurück zur Lobby. Yo, also, was gibt's zur Map zu sagen? Das Hidden Level, das Secret Level ist richtig geil. Also, ich habe das noch nie gefunden. Jetzt habe ich es einmal gefunden und... Oh, geil. XP-Verteilung. Ja, wenn man die Map 3, 4, 5, 6 Mal spielt, dann lohnt sich die XP. Levelbeschaffenheit, Abwechslung, farbenfroh, ja, abwechslungsreich ist er auf jeden Fall, farbenfroh ist er auch. Vor allem die letzten 20, 30 Level haben mir sehr gut gefallen, weil da mal ein Thema mit dabei war. Ansonsten, zwei, drei Sprünge, da muss ich meckern, das habe ich ja aber schon vorher gemacht, wo wir bei den Level waren, dass man da ein bisschen was anders machen könnte. Ansonsten, die Map hat Spaß gemacht, ich kann sie euch empfehlen, Mapcode in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, das ist wichtig für den YouTube-Algorithmus. Schreibt mir Kommentare, schreibt mir Mapcodes in die Kommentare, ob es eure Maps sind, ob es random Maps sind, ich schaue sie mir an, ob ich sie schon kenne oder nicht. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche.